Herzlich willkommen bei Autark, dem E3DC-Magazin. Und wir sind nach wie vor hier bei der Produktionsstätte von E3DC in Wetter an der Ruhr. Und das Ganze ist in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass Peter Guttendorf jetzt bei mir ist und nicht Dr. Piepenbrink. Dr. Piepenbrink ist hier mit seinem teuersten Sakko gekommen. Unglaublich. Und da sah ich schlechter aus. Jetzt bin ich mal froh, dass Sie keinen Sakko anhaben. Ich alte Sachen anzuhaben. Immer mit Piepenbrink wird es mir dann auch langweilig. Also Peter Guttendorf ist Leiter Service Qualität. Der ist hier. Und die Frage ist... Eigentlich haben Sie ja einen doofen Job. Qualität sicherzustellen ist ein aufwendiger Prozess. Es ist aufwendig, ja. Und wenn es funktioniert, macht es aber auch Spaß. Also wenn man sieht, dass die Qualitätszahlen dort immer besser werden, dann macht es schon ein bisschen Spaß, ja. Alle Produkte, da steht ja immer so, ja, Qualität und Siegel. Also als Verbraucher haben Sie ja mittlerweile auf dem Ei selbst sechs Prüfsiegel. So. Mhm. Aber hier bei diesen technischen Komponenten ist es nicht nur ein Versprechen, das muss wirklich eingehalten werden. Weil wenn Sie sozusagen die Qualität nicht im Griff haben, kriegen Sie hinterher im Betrieb wahrscheinlich eine Menge Probleme. Ja, natürlich. Wir haben 10 Jahre Garantie. Das heißt, 10 Jahre fahren wir unter Umständen hinter den Geräten her. Müssen Sie instand setzen, müssen Sie reparieren, wenn Sie dann... irgendwelche Defekte aufweisen. Deswegen ist es uns halt sehr, sehr wichtig, dass Sie hier ohne Defekt rausgehen und dass wir nach Möglichkeit diese Geräte gar nicht besuchen müssen. Ja, das wäre ja mal eine eigene Sendung, wäre zum Thema abartige Garantiezeiten. Normalerweise wissen Sie ja schon, nach 6 Monaten sind Sie eigentlich raus, wenn Sie irgendein Handy haben, wissen Sie schon, oh, da geht gar nichts mehr, obwohl 2 Jahre versprochen wird. Die Hersteller in der Energiewende überschlagen sich mit Garantiezeitenversprechungen. Und ich meine, 10 Jahre für ein verkauftes Gerät, da würde sich VW an den Kopf fassen. Warum gibt es in dem Bereich Erneuerbare so lange Garantiezeiten? Naja, wir gehen ja auch von sehr langen Laufzeiten aus. Also so ein Gerät soll ja auch einfach sehr lange im Haus funktionieren. Und der Käufer soll ja auch die Sicherheit haben, dass er da tatsächlich auch seine Amortisationszeit schafft und sicher schafft, ohne weitere Kosten. Deswegen haben wir uns für die lange Garantie da entschieden. Das ist diplomatisch gesagt. Eigentlich müssten Sie sagen, der Wettbewerb ist so hart, und man versucht, das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen, weil es neue Technologie ist, dass man denen einfach wahnsinnige Garantielaufzeiten verspricht. Weil ein Auto fährt auch 20 Jahre und VW verdient ja dann daran, dass der kaputt geht. Also dieses Geschäft machen sich alles zunichte. Das stimmt. Also sicherlich ist Ihr Argument nicht von der Hand zu weisen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass der Kunde da ein gutes Gefühl kriegt und ja, in diese neue Technik da investiert und das mit einem guten Gefühl halt tut. Mit Sicherheit. Also tatsächlich so 10 Jahre Garantie bedeutet, alles, was innerhalb von 10 Jahren kaputt geht, wird repariert? Ja, solange es kein Installationsfehler oder Blitzschlag oder sonstiges ist, reparieren wir, ja. Ja. Unsere Sendung heißt Produktionsqualität und wir müssen jetzt natürlich Ihre Kompetenzen ein bisschen testen. Deshalb unsere erste Testfrage. Herr Guttendorf, was ist eine ISO 9001? Ja, das ist eine Norm, die den Qualitätsmanagementprozess beschreibt. Wir sind auch nach ISO 9001 zertifiziert. Da werden also alle Prozesse, muss man dafür aufschreiben, die es in einem Unternehmen gibt. Also sowohl den Produktionsprozess, also Entwicklungsprozesse, Verkaufsprozesse, Serviceprozesse und so weiter. Und da wird man einmal im Jahr, gibt es also dann einen Auditor, der einen besucht und der dann überprüft, ob diese Prozesse bestehen und ob man danach arbeitet, ob sie bekannt sind, ob jeder nach diesen Prozessen arbeitet. Und die ISO haben Sie natürlich. Selbstverständlich. Ja. Also da sieht man schon, es ist wirklich auch alles sozusagen genormt. Es gibt genaue Prozesse. Es ist keine Eigendefinition, wie man Qualität macht. Also ein Stück weit ist es genormt. Also sag mal, die Pflicht ist genormt. Und die Kür darf man sicherlich so machen, wie man es selbst für richtig hält. Und wie man sein Qualitätsversprechen letztendlich dann zum Kunden transportiert. Was E3DC macht, damit die Produktqualität stimmt, das schauen wir uns jetzt gleich an. Peter Guttendorf hat keinen einfachen Job, denn die Qualitätssicherung beginnt nicht erst bei der Elektronik, sondern schon beim Gehäuse. Wir reden von Technik, Elektronik, aber ganz am Anfang steht die Mechanik. Ja, genau. Wir stehen hier bei den Gehäusen der Hauskraftwerke. Die haben wir konstruiert und die haben wir auch so konstruiert, dass wir eine gewisse Qualitätsvorgabe da gemacht haben, wie sie also aussehen sollen, was sie für eine Oberfläche haben sollen und so weiter. Das wird auch so geprüft bei unseren Lieferanten. Also die Teile kommen geprüft hier an. Wir machen aber trotzdem noch Kontrollen, ob tatsächlich die Oberfläche so ist, ob es mechanische Beschädigungen gibt, ob es Kratzer gibt und so weiter. Da gibt es also bestimmte Normen, die eingehalten werden müssen. Gibt es eine Leere, die man dort drauf hält, mit bestimmten Lichtverhältnissen, die alle definiert sind.
Und diese Prüfung machen wir zu 100%. Und erst dann, wenn dieses Gehäuse tatsächlich beschädigungsfrei ist und den Vorgaben entspricht, erst dann geht es in die Fertigmontage. Jedes von den Dingern wird von oben bis unten angeguckt? Ja. Also man gewinnt ja im Laufe der Zeit einen Blick dafür. Und da, wo es kritisch ist, da legt man halt diese Lehre drauf und schaut, ob man da diese Qualitätsansprüche noch gerecht wird oder nicht. Auf den Prüfplätzen, die wir gerade sehen, wird ein Herzstück der ganzen Technik geprüft, der Wechselrichter. Ja, das ist für die Komponente Wechselrichter letztlich die finale Prüfung. Vorher wurden also alle Platinen des Wechselrichters schon überprüft, dass sie also alle volle Funktionen haben und fehlerfrei funktionieren. Dann wird der Wechselrichter zusammengebaut und das ist quasi hier die Abschlussprüfung. Dort wird er nochmal mit Überlast quasi betrieben, also am Rande der Spezifikation. Ganz die Grenzen werden abgefahren und dann hat er 1,5 Stunden läuft er da also da mit voller Pulle. Und wenn er das überlebt, dann hat er die Qualität, die ausreicht, um ihn dann in das Hauskraftwerk zu bauen. Also der Wechselrichter wird mit allem schockiert, was er sozusagen im Normalbetrieb bei Blitzeinschlag oder was weiß ich unter extremsten Bedingungen verkraften muss. Ja, Blitzeinschlag sicherlich wieder was anderes, aber er ist also an seiner Belastungsgrenze, wird er dann einmal betrieben, 1,5 Stunden lang. Und wenn er das besteht, dann hat er die Prüfung bestanden und dann kann er in das Hauskraftwerk verbaut werden. Nach hinten geguckt, was geht an dem Wechselrichter kaputt? Naja, in der Regel, wenn dann der Leistungsteil, weil der hat halt die großen Ströme zu transportieren und dann halt die elektronischen Schalter, das ist so das, was sicherlich am häufigsten und am schnellsten kaputt geht. Wenn das hier mehrere Stunden dauert, ist ja auch keine preiswerte Maßnahme, das zu testen, ne? Ist keine preiswerte Maßnahme. Damit wir genug Hauskraftwerke rausbringen, müssen wir halt mehrere von diesen Prüfständen hier in Betrieb haben. Und damit skalieren wir das dann halt entsprechend hoch. Wenn hier was nicht in Ordnung ist, dann muss ausgelötet werden, dann wird es wirklich aufwendig. Dann schaut man sich die Sache an. Also letztendlich tauscht man erstmal auf Platinenbasis. Also würde dann die Leistungsplatine, wenn die dann ausgefallen ist, austauschen und dann sehen, ob die Leistungsplatine noch weiter repariert werden kann oder ob man die entsorgen muss. Mal eine betriebsinterne Frage. Wie viel Prozent von den Geräten, die geprüft werden, die in der Produktion sind, sind denn dann tatsächlich nicht in Ordnung? Die hier geprüft werden? Das sind nicht viele. Also 2-3%, denke ich. Was hier aussieht wie das gute alte Testbild vom Fernseher, ist die Endkontrolle des Gesamtsystems. Wenn alle Komponenten des Hauskraftwerks installiert sind, muss das gesamte System seine volle Funktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Herr Gudendorf, jetzt sind wir praktisch am Ende des ganzen Prüfprozesses. Hier wird das Gesamtsystem nochmal auf Herz und Nieren durchgeschaut. Genau, nachdem das System fertig gebaut ist und alle geprüften Komponenten eingebaut wurden, wird also das Gerät jetzt noch hier der Endprüfung unterzogen. Dabei fließt also in alle Richtungen Leistung, in die es später auch fließt. Also es gibt hier eine simulierte Sonne, die also Leistung bringt. Es ist das Netz simuliert und es ist auch eine Batterie dort angeschlossen, sodass man also alle Energieflüsse dort noch einmal durchspielen kann. Und erst wenn das funktioniert, dann bekommt das Gerät an dieser Stelle seine Seriennummer und dann ist es auch bei uns am Server bekannt und dann wissen wir, dass das so ausgeliefert werden kann. Das heißt, welche Leistungsdaten das Gerät bringt, was es kann, welche Probleme es hat, ist schon bei Ihnen im Computer registriert, bevor es überhaupt zum Kunden geht? Naja, das ist ja vorher definiert. Das steht ja auch so auf dem Typenschild. Und wir prüfen eigentlich ab, ob dieses Typenschild quasi, ob wir die Berechtigung haben, das so dran zu kleben. Ob da tatsächlich diese Energieflüsse alle so stattfinden können, wie es draufsteht. Mhm. Und beim Test des Gesamtsystems weiß man eigentlich, ob alle einzelnen Komponenten, wir haben ja gezeigt, dass einzelne Baugruppen oder Bauteile geprüft werden, hier kann man dann sehen, dass alles eigentlich reibungslos zusammenspielt. Genau so ist das, ja. Die umfangreiche Qualitätssicherung ermöglicht es E3DC seinen Kunden 10 Jahre volle Systemgarantie auf alle Teile inklusive Solarwechselrichter und Batterie sowie kostenlosen Werkservice vor Ort zu geben. Fernwartung und Überwachung per Internet gehören ebenfalls dazu. Das gilt in der Branche als einmalig. So, wir haben jetzt also die Prüfmittel ganz gut gesehen. Es ist ein aufwendiger Prozess, der stattfindet. Jetzt kommt eine kritische Frage. Wie sieht denn die Statistik aus?
Was fällt denn aus? Was ist da zu sagen? Ja, das, was am häufigsten ausfällt, ist halt die Leistungselektronik. Die hat auch am meisten zu arbeiten natürlich. Da gehen ja richtig Ströme und Leistungen drüber. Da gibt es auch temperaturabhängige Alterungserscheinungen, einfach, die man dort hat. Und das ist sicherlich das, was am ehesten ausfällt. Und was wir dann noch immer sehen, es gibt da auch jahreszeitliche Effekte, zum Beispiel beim Wechselrichter, die fallen im Frühjahr eher aus als im Winter. Nicht? Also wenn die Sonne aufgeht, dann wissen wir jetzt, haben wir ein paar mehr, die wir vielleicht mal tauschen müssen. Wundert mich, dass Sie sagen, nicht Transportschäden. Das würde mir als Fehler sofort auffallen. Gibt es die? Transportschäden gibt es natürlich auch, hat aber für mich als Qualitätssicherer da eher eine untergeordnete Bedeutung. Das ist halt ein Transportschaden, den muss halt der Transporteur tragen, hat mit der Qualitätssicherung letztendlich nicht so viel zu tun. Über eine Fehlerquelle müssen wir sprechen, die tauchte gerade eigentlich gar nicht so richtig auf bei dem, was Sie gesagt haben. Das ist das Thema Batterie. Haben Sie Ärger mit Batterien? Wir haben ganz wenig Ärger mit Batterien. Also es gibt auch in Batterien, das ist ja so ein Batteriemodul, da sind ja nicht nur Zellen drin, da gibt es auch elektrische und elektromechanische Komponenten. Die gehen natürlich auch mal kaputt. Die Batteriezellen haben wir quasi noch gar keinen Fehler gesehen. Oder die Probleme kommen noch, weil so lange sind die Systeme gar nicht im Einsatz. Naja, irgendwann wird die Batterie natürlich ihr Leben ausgehaucht haben und dann werden diese Probleme natürlich gehäuft irgendwann. Oder mehr kommen, als wir sie heute sehen. Wir gehen noch einmal zurück in die Fertigung und schauen nach, wie man dort versucht zu vermeiden, dass Fehler gemacht werden. Ja, es fängt an mit den Komponenten. Also selbst so einfache Komponenten wie so ein Kabelbaum können natürlich fehlerhaft sein. Wenn Sie sich vorstellen, dass man hier, wie viele Leitungen hier schon sind, die man tauschen kann, wo man also was verpolen kann und dann funktioniert natürlich nichts mehr. Und deswegen fängt auch da schon die Prüfung an. Das heißt, man muss schon sicher sein, dass dieser Kabelbaum in Ordnung ist, bevor er verbaut wird. Und die größeren Kabelbäume werden tatsächlich alle von uns geprüft, bevor sie verbaut werden. Und dann werden sie in der Endprüfung halt nochmal geprüft, ob sie dann auch richtig kontaktiert sind und ob es dann alle Funktionen da sind, die über dieses Kabel dann sicherzustellen sind. Das ist ja ein Riesenaufwand, so ein Ding da zu testen. Ja, aber der Aufwand, den später, wenn er dann einen Fehler hat, wieder rauszubauen, ist natürlich auch immens. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den vorab schon zu testen. Oh, man glaubt ja gar nicht, was alles kaputt gehen kann. Felix, kannst du dich noch erinnern, bei Airbus, als wir gedreht haben und diese fetten Kabelbäume in diesem Airbus-Prototypen A380 drin waren? Und da habe ich die gefragt, was ist denn, wenn von diesen kleinen Kabeln, davon haben die dann solche Bäume gehabt, eins kaputt ist? Da hat er gesagt, dann muss sich irgendjemand auf die Suche machen, welches es ist. Deswegen macht Airbus das genauso. Die testen auch vorher und prüfen, ob der Kabelbaum in Ordnung ist, bevor er verbaut wird. Oh, wenn so ein Kabel raus ist, dann funktioniert irgendwas schon nicht. Genau so ist es. Und das kann auch eine Funktion sein, die dann im Feld irgendwann mal ganz schwer aufzubrechen macht. Sind Sie sicher, dass Sie den richtigen Job gesucht haben, zu sagen, die ganze Qualität im Betrieb stelle ich sicher? Oder hat man Ihnen das aufgezwungen? Ja, also wenn es funktioniert, macht es ja Spaß. Und ich sag mal, solche Konzepte zu erarbeiten, ist ja sinnvoll, macht ja durchaus Spaß. Gut, dann kommen wir jetzt von den Bauteilen zur Baugruppe. Wir haben ja gerade von Bauteilen geredet. Irgendwann werden die Bauteile irgendwo eingebaut und dann geht das schon weiter mit der Qualitätssicherung. Genau, dann haben wir solche Baugruppen, die wir hier sehen. Baugruppe ist also eine Einheit aus vielen Komponenten, aus vielen Bauteilen. Da gibt es mechanische Bauteile wie diese Kühlkörper, da gibt es elektronische Bauteile, jede Menge. Und diese Baugruppe hat erstmal eine Funktion, die sie erfüllt und die man dann auch entsprechend schon im Vorfeld prüfen kann. Wie definiert man denn einen Qualitätssicherungsprozess bei Baugruppen? Naja, die Baugruppe hat halt eine bestimmte Spezifikation, nach der sie funktionieren muss. Und die Prüfung muss sicherstellen, dass diese Spezifikation eingehalten wird. Das heißt, dass alle Funktionen gegeben sind und dass alle technischen Daten letztlich eingehalten werden. Schwierige Frage. Erlebt man manchmal Überraschungen, wenn man plötzlich feststellt, man hat einwandfreie Bauteile, aber gibt es so etwas, dass die in der Kombination vielleicht nicht funktionieren? Ja, es gibt ja auch Fertigungsfehler. Also wenn man so eine Platine hat, da kann ja auch einfach mal ein Lötprozess nicht in Ordnung sein. Da gibt es kalte Lötstellen, da können die Lötpads irgendwie verrutscht sein, dass das Bauteil gar nicht ordentlich kontaktiert ist. Und das ist halt dann die Kunst in der Qualitätssicherung, in der Prüfung, das rauszufinden, bevor man das dann entsprechend verbaut.
Wir stehen hier vor einer Baugruppe von dem Trilink-System. Dieses System haben Sie komplett selber entwickelt. Die Bestückung, die hier stattfindet, also die ganze Konstruktion, ist von E3DC selber. Ja. Bringt das eigentlich Qualitätsvorschritte, wenn man sagt, wir müssen nicht eine bereits fertige Platine verwenden, sondern wir haben unsere eigene Definition und können von Anfang an konzipieren? Oder ist das eher ein Nachteil, wenn man sagt, die anderen haben mit der Massenfertigung größere Erfahrung? Also wir sehen das als Vorteil. Auf der einen Seite, weil man halt die Funktionen so realisieren kann, wie man sie sich vorstellt und nicht erstmal irgendwas nimmt, was, ich sag mal, zu 80-90% passt oder wo die letzten 10-20% fehlen. Und man kann das Gleiche mit der Qualität tun. Die definiert man sich, wie man sie gerne hätte, und dann designt man sie auch so in die Komponente rein. Und bei uns ist es halt so, dass dann parallel zum Entwicklungsprozess dann auch gleich das Prüfmittel mitentwickelt wird, sodass also das Ganze eine Einheit ist, dass wir also wissen, was haben wir da entwickelt, was erwarten wir in der Prüfung und das dann entsprechend abprüfen. Wenn Sie eine fertige Baugruppe haben, haben Sie natürlich den Nachteil, die Bauteile sind einfach drin. So können Sie wahrscheinlich die Qualität der Bauteile, die in der Baugruppe drin sind, schon von Anfang an definieren. Genau, das können wir definieren und wir können es auch, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt, kurzfristig dann variieren, sodass wir dann halt einen Lieferantenwechsel oder ein Bauteil entsprechend ersetzen durch ein anderes Bauteil. Also die Flexibilität ist deutlich größer durch die eigene Entwicklung, die wir dort haben. E3DC vertraut auf die eigene Qualität und bietet 10 Jahre lang einen kostenlosen Teileaustausch beim Ausfall. Das gilt sogar für das Batteriesystem ohne Zyklenbegrenzung in der Garantiezeit. Zum Service gehört auch die Weiterentwicklung der Funktionen, Software und Optionen im Bestand der E3DC-Flotte. Das heißt, die ausgelieferten Geräte bleiben immer up to date. Eigenes Engineering bis ins Detail, Fertigung made in Germany und eine Qualitätssicherung in alle Tiefen des Produkts haben E3DC im Markt einen äußerst guten Ruf bei den Installateuren und Kunden eingebracht. Simpel gesprochen, die Systeme funktionieren einfach. Und das immer besser, denn die Statistik der Störung und Reparatureinsätze spricht eine eindeutige Sprache. Ja, Sie haben gerade gesehen bei den Bildern, dass Herr Guttendorf mir dieses Papier gezeigt hat. Und das kann ich Ihnen sagen, ist ein journalistischer Leckerbissen. Denn da sind alle Fehler und Probleme und Serviceeinsätze von E3DC drauf. Also erstmal vielen Dank, dass ich da reingucken konnte. Schon sehr interessant. Und man kann eigentlich sehen, in der Quintessenz, dass es sich tatsächlich lohnt, Qualität zu produzieren. Ja, also wir haben ja in den letzten 3 Jahren die Stückzahl deutlich erhöht. Wir haben mittlerweile über 6.500 Systeme im Feld. Und wir vergleichen immer gerne die Zahlen der letzten Jahre miteinander. Und wir sehen also in den letzten 3 Jahren, dass die Anzahl der Service-Einsätze monatlich fast gleich geblieben ist, trotz deutlich gestiegener Stückzahlen. Das heißt, Sie verkaufen laufend Geräte dazu, es kommen immer mehr Geräte rein, aber die Fahrten, wo irgendwas am Gerät gemacht werden muss, wo jemand hin muss, bleiben genau gleich. Ja. Und man sieht das auch personell. Wir sind schon seit geraumer Zeit zu dritt tätig. Also wir fahren einfach aus 3 verschiedenen Standorten in Deutschland, dass die Fahrten nicht so lang werden. Mhm. Alle 3 Servicetechniker tun auch andere Sachen nebenher, sind also nicht komplett ausgelastet mit Servicefahrten. Und das ist seit Jahren so konstant. Das bedeutet also, wenn man mehr Geräte im Markt hat, wenn man immer weiter zuverkauft und nicht mehr Servicefahrten hat, dass eigentlich letztlich die Qualität der Produktion gestiegen sein muss. Genau. Auf der einen Seite natürlich gibt es am Anfang immer ein paar Kinderkrankheiten, die sind halt weg. Und wir haben in der Qualitätssicherung deutlich dazugelernt, in der Produktion auch. Und wir sind deutlich besser geworden von den Qualitätszahlen. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen hetzen. Bei den Fehlern ist, muss man fairerweise sagen, zugunsten von E3DC, zu Ungunsten von anderen Leuten, dass ein Teil der Fehler Installationsfehler sind. Ja, natürlich. Es gibt Installationsfehler oder Fehler, die bei der Installation irgendwo aufgetaucht sind. Es gibt auch einfach Dinge wie einen Blitzschlag, wo dann auch in der Regel irgendwas kaputt geht, also Versicherungsfälle. Und es gibt sicherlich auch Fälle, wo einfach eine Fehlbedienung da eine Rolle gespielt hat. Also Installationsfehler kann man dem Unternehmen oder dem Produkt nicht ankreiden. Ja. Da ich jetzt Kenner der Service-Statistik von E3DC bin, kann man aber auch sagen, ganz oben steht an technischen Geschichten der Wechselrichter. Ja, natürlich. Da fließt Leistung, da sind hohe Temperaturen und da ist natürlich am ehesten mit Fehlern zu rechnen. Mhm. Und die sind auch so.
Werden Sie denn gelobt dafür, dass die Qualität gestiegen ist in dem gesamten Qualitätsprozess? Weiß Dr. Piepenbrink das zu schätzen? Ach so, intern, extern auf jeden Fall, ja. Aber intern nicht? Herr Dr. Piepenbrink, hier, haben Sie gehört, ja? Ist nicht gestiegen, die Serviceeinsätze, ja? Dann müssen wir mal über einen Bonus im Gehalt ein bisschen reden, oder? Kommen Sie mal, wir verhandeln das mal. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Aufnahmen betrachten. Ich finde, das hat alles einen wahnsinnig hohen manuellen Anteil. Ja, also wir automatisieren natürlich durch unsere Prüftechnik einiges, aber natürlich ist ein manueller Aufwand ist natürlich da. Insgesamt ist die Qualitätssicherung natürlich nicht ohne Aufwand zu machen. Aber es ist ein Aufwand, wovon wir ausgehen, dass er sich lohnt und letztendlich auch bezahlt macht, sowohl beim Kunden als auch bei uns. Gibt es eigentlich, wenn Sie in der Produktion solche Systeme testen, gibt es überhaupt nennenswerte Mängel? Muss da viel korrigiert werden oder ist das eher so eine Ausnahmeerscheinung? Naja, es ist ja letztlich kein Test, sondern es ist eine Prüfung. Mhm. Und beim Test hat man eigentlich den Fokus darauf, dass man Fehler finden will. Bei einer Prüfung will man letztlich sicherstellen, dass das Produkt fehlerfrei ist. Und das stellen wir in den meisten Fällen ja auch fest. Also es ist ja nicht die Regel, dass wir dort Fehler finden. Aber es gibt natürlich diesen Fall und dann muss man gucken, ob man was reparieren kann oder ob diese Komponente einfach nicht mehr zu gebrauchen ist. Es gibt ja auch Bauteilfehler, wo einfach die Bauteile, die dort eingelötet werden, einfach einen Defekt haben. Und wenn wir sowas rausfinden, dann muss man halt da sehen, wie viele man von diesen Bauteilen hat, ob man da Chargen sperren muss, ob man wechseln muss, Lieferanten wechseln, was auch immer. Wir haben ja jetzt die ganzen Komponenten gesehen, Wechselrichter, Kabelbäume, alles, was überprüft wird. Aber gleichzeitig wird auch die Software überprüft. Jetzt meine Prognose. Bei all den Problemen, mit denen Sie wahrscheinlich auch später im Betrieb zu tun haben, haben Sie wahrscheinlich weniger Probleme mit der Hardware, als dass Sie bei der Software immer wieder was Neues aktualisieren müssen. Ja, aber das ist eben der Vorteil, den wir haben, weil wir ja alle Geräte in der Ferndiagnose haben. Wir können also die Software bis in die Komponente, also auch die Batteriesoftware, die Wechselrichtersoftware, alles von Ferne, von Osnabrück aus updaten. Und wenn wir tatsächlich noch einen Fehler finden sollten im Feld, dann wird das halt getan und dann ist dieser Fehler auf allen Geräten weg. Wie überprüfen Sie Softwarequalität? Ja, letztlich testet man die im Vorfeld. Die Software ist ja in allen Geräten gleich. Das heißt, hat man dieses Problem mit irgendwelchen Bauteilfehlern, Bauteiltoleranzen, hat man dort nicht. Das testet man im Vorfeld unter allen Bedingungen, die einem einfallen. Es kann natürlich sein, dass es im Feld noch Leute gibt, denen noch weitere Bedingungen einfallen. Und dann kann es schon mal sein, dass man im Feld noch einen Fehler hat, auf den man so nicht gekommen ist. Und dann, wie gesagt, dann kriegt man eine Rückmeldung und dann muss man diesen Fehler beseitigen und dann halt auf allen Geräten. Nennen Sie mir doch mal ein Beispiel für einen richtig schönen Softwarefehler. Ja, wir hatten schon einige schöne Softwarefehler. Einer war zum Beispiel, dass wir die Software, die den Batterieladezustand ermittelt hat, dass die einen Fehler hatte und somit hatten also die Batterien alle einen falschen Ladezustand und konnten also nicht in dem Maße geladen werden, wie erforderlich, aber der war schnell gefunden und beseitigt. Ich reite jetzt nochmal auf diese ganzen Software, auf den ganzen Softwarekram rum. Man hat ja am Anfang immer ein Gerät, kennt ihr da von seinem Computer zu Hause, da funktioniert alles wunderbar, das geht. So, und dann wird draufgeladen, Software und dies noch. Und auch Ihre Geräte kriegen ja Stück für Stück immer mehr Funktionen, weil sie ausbauen. Jetzt haben sie die Zero, das Stromprodukt dabei. Und dann gibt es irgendwann wahrscheinlich Probleme im gesamten Zusammenspiel, weil die Anwendung immer anspruchsvoller wird. Naja, wenn es dort Probleme gäbe, dann wäre es halt ein Problem, dass man nicht mehr genug Speicherplatz hat, dass irgendwelche Prozesse zu langsam wären oder sowas. Haben wir bislang nicht. Würde man natürlich auch den Software-Test, den würden wir schon bei uns im Hause machen, wird man dort also auf jeden Fall finden, solche Fehler. Was ich immer wissen wollte, wie sind Sie eigentlich so bei E3DC im Haus angesehen? Weil Sie verkaufen ja keine Geräte, Sie verursachen ja nur Kosten. Sie wollen Qualitätssicherung machen, Sie wollen Service machen, müssen Komponenten ausgestattet werden. Dann haben Sie bestimmte Vorstellungen. Gestern haben Sie gesagt, ja, wir machen noch an der Norm was und an der Norm was. Sie verursachen ja nur Kosten im Haus. Sind Sie dann unbeliebt bei der betriebswirtschaftlichen Abteilung? Nee, das hält sich in Grenzen. Glauben Sie? Glaube ich. Ja. Man macht sich ja vielleicht was vor. Das weiß ich nicht. Aber letztlich zahlt sich das ja aus. Also wir sehen ja auch, was richtig unsere Kundenbefragung zum Beispiel, dass auch ganz besonders die Qualität dort gelobt wird und auch Service gelobt wird. Und insofern haben wir da alle ein gutes Gefühl, glaube ich, bei dem, was wir tun. Ja, Sie haben ja wahrscheinlich auch so eine weiche Telefonstimme. Das ist wahrscheinlich bei Ihrem Job wichtig, dass Sie beruhigend auf Leute einsprechen können. Habe ich lange für trainiert, ja. Dankeschön, Herr Guttendorf. Nächste Woche zeigen wir Ihnen Made in Germany. Wie wird ein Hauskraftwerk produziert? Und dann ist wieder Dr. Andreas Piepenbrink mit seinem teuren Sakko bei mir. Vielen Dank, Herr Guttendorf. Bis zum nächsten Mal.